Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult. Wir schauen uns heute den 24 Quilates Diadora N9002 an. So Leute, endlich mal wieder ein Video auf meinem Channel. Sorry, ich habe in der letzten Zeit wirklich kaum Zeit gehabt, neue Videos zu produzieren. Ich habe einige Nachrichten schon bekommen, wann denn mal wieder was kommt. Heute ist es endlich soweit, es gibt mal wieder ein Video und auch für die nächsten Wochen ist auf jeden Fall das ein oder andere geplant. Also im Dezember werden auf jeden Fall auch noch Videos folgen. Keine Sorge, der Channel ist nicht tot, es geht auf jeden Fall weiter, aber ich muss meine Zeit auch so ein bisschen einplanen. Und wenn ich was bekomme und ich auf jeden Fall denke, das gehört auf meinen Channel, dann werde ich die Zeit investieren und ein Video machen. Ansonsten habe ich in letzter Zeit auch viel Klamotten gekauft, so ein bisschen auch auf Schuhe verzichtet. Es kommt ja wirklich auch ein Release nach dem anderen, da muss man so ein bisschen Prioritäten setzen. Und Fakt ist, man muss auf jeden Fall auch nicht alles kaufen. Hier bei diesem aber, gerade auch als Made in Italy und Diadora-Fan, habe ich auf jeden Fall mal wieder zugeschlagen. Das ist eine Kollaboration aus insgesamt 4 Partnern zum Thema Respect over Hate. 4 Partner, zum einen Diadora, hier sehr schön platziert an der Seite eingestickt und an der Ferse 24 Quilates Barcelona bzw. Bangkok. Dann haben wir aus Japan Mita Sneakers Tokio und Mighty Crown als Musikkollektiv. Die 4 Partner zusammen haben diesen Schuh jetzt rausgebracht. Als die ersten Bilder kamen, war ich auf jeden Fall sehr begeistert und man konnte den Bildern schon diese extrem gute Qualität ansehen. Bisschen später kam dann auch ein Video, ja, dieses Teaser-Video mit On-Feed und auch dem Tracksuit, der zusammen mit dem Schuh rauskam. Das Video hat mir den Schuh so ein bisschen wieder kaputt gemacht, also ich fand es richtig schlecht, auch wie der Schuh dargestellt wurde. Hat mir gar nicht gefallen, aber zum Glück gab es starke Bilder vorab und deswegen habe ich ihn auf jeden Fall mal geholt. Release ist ähnlich gelaufen wie damals schon bei Copito. Der kam zuerst bei 24 Quilates in Bangkok raus, da waren die Größen schon verfügbar. Habe ich nicht gekauft, weil muss man natürlich mit Einfuhrumsatzsteuer und Zoll rechnen. Ich habe dann auf den Barcelona-Release gewartet, kam random irgendwann. Ich denke, jeder, der so ein bisschen drauf gewartet hat, hat dann irgendwo letztendlich auch einen Link gesehen und bekommen und konnte den relativ entspannt kaufen. Er ging zwar dann schon recht zügig weg, aber jetzt auch nicht so, dass der innerhalb von 10 Minuten ausverkauft war. War auf jeden Fall nicht so extrem schwer gewesen. Retail waren 200 Euro, Resellpreise gehen so aktuell zwischen 300 und 400 Euro. Würde ich persönlich das nicht bezahlen. Ich sag mal 300 ist so die Grenze. Wer den unbedingt will, nicht bekommen hat, 300 kann man durchaus eventuell auch dafür ausgeben. Wobei ich persönlich dann lieber für einen Sonra investiere, 270 Euro. Aber von der Qualität ist der schon brutal, muss man sagen. Wie gesagt, Made in Italy. Wir haben einen richtig schönen Farbmix und auch einen richtig schönen Materialmix. Die Farben gerade jetzt für den Herbst perfekt. Wir haben ein ganz zartes Nubuck hier vorne in so einem Blau-Grau am Mattguard. Kleines 3M-Detail hier vorne. Dann super softes Suede perforiert an der Toebox. Kleines Farbdetail hier in diesem Maroon. Wir haben die verschiedensten Grüntöne hier, so dieses Waldgrün in einem Nubuck. Dann haben wir hier Nubuck in Oliv. Das zieht sich hier noch etwas weiter. Das ist extrem geil. Das ist ein Känguru-Leder, Glattleder. Das ist so mit eins meine Lieblingsmaterialien auf dem Schuh, genauso wie hier diese Underlays perforiert, auch aus dem gleichen Material. Extrem geiles Leder, genauso wie hier das braune Suede ist der Hammer und auch auf der Zunge zieht sich das Material weiter. Hier unten das grüne Känguru-Leder, hier nochmal ein schönes Suede in Gold eingestickte asiatische Schriftzeichen, genauso wie auch geprintet auf die Flatlaces mit goldenen Tips. Ähnlich wie dieses Lace Jewel hier vorne. Dann haben wir noch verschiedene Grautöne, Dunkelgrau hier hinten und an der Ferse ein helles Grau, beides aus Nubuck. Die Farben auf der Midsole sind ähnlich, hier mit einem Farbübergang leicht gesprenkelt, schwarzes Detail und die Außensohle auch nochmal mit Grün, Weiß, Rot in Anlehnung an Italien und dieses Pfirsich-Orangefarbene als kleines Detail passt auch aus meiner Sicht sehr gut. Das Lining nicht aus echtem Leder, wir haben hier Alcantara, fühlt sich aber auch sehr angenehm an. Wir haben eine gedruckte Innensohle, Respect over Hate, nochmal mit dem Thema und dem Handshake. Das findet man auch auf dem Tracksuit. Und ich freue mich echt, dass jetzt gegen Ende des Jahres nochmal wirklich ein starker Made in Italy Diadora rausgekommen ist. Denn ehrlich gesagt, das Jahr 2018 war wirklich schwach aus meiner Sicht. Ich habe tatsächlich nur einen Diadora gekauft 2018.
und das war auch hier ein N9002, heißt Nobiety, den Hikmet designt hat. Sehr cool. Auch der N9000 war sehr gelungen, aber wie gesagt, man muss nicht alles kaufen. Ich habe mich auf den begrenzt, habe jetzt noch diesen hier geholt. Kommt auch noch mit weiteren Laces. Weiße Flat Laces, schwarze Flat Laces, beide auch mit goldenen asiatischen Schriftzeichen und goldenen Tipps. Und ganz wichtig noch ein paar Worte zur Größe. Nimmt hier auf jeden Fall die gleiche Größe wie in einem N9000, also eine halbe Nummer runtergehen. Während ich sonst überall US9 trage, gehe ich beim N9000 und auch hier beim N9002 eine halbe Nummer runter auf US8,5. Ähnlich wie ich das auch bei New Balance 997 mache oder auch 998. Das ist meine Empfehlung. Auch den High Snobiety habe ich in der 8,5, genauso wie auch diesen hier. Das Teil kommt auch in einer sehr schönen Box, die zeige ich euch noch. Nochmal mit allen Partnern drauf. Hat dieses Papier noch drin, Respect over Hate, Handshake. Sonst ist aber nichts dabei. Ja, so viel zum Diadora 24 Quilates N9002. Sehr gelungenes Modell, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. On Feed mache ich persönlich jetzt nicht mehr. Ihr könnt euch nochmal dieses seltsame 24 Quilates Video anschauen. Das blende ich nochmal ein, da sieht man den am Fuß. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Modell haltet und was ihr 2018 an Diadora Modellen gekauft habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.